Herzlich willkommen im Elektronenmikroskopie-Schülerlabor der Bethke-Stiftung. Mein Name ist Franz Josef Schmidt. Wir sind hier im Institut für Physik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Hier könnt ihr eure eigenen Proben mit Methoden der Mikroskopie untersuchen. Wir haben zum Beispiel Lichtmikroskope. An dieser Lichtmikroskopiestrecke können dann mitgebrachte Proben untersucht werden, wie zum Beispiel Insekten. Ich habe hier ein paar Insekten mitgebracht. Hallo, willst du die mal unter ein Lichtmikroskop legen? Ja, dann gucken wir uns den Käfer mal ein bisschen genauer an. Da ist er. Faszinierend. In diesem Stereomikroskop kann man sogar 3D-Aufnahmen machen. Und man sieht dann zum Beispiel, dass das Auge dieses Käfers Facetten hat. Denn wir wissen ja, Insekten haben Facettenaugen. Natürlich ist es ganz schön, sich solche Proben unter dem Lichtmikroskop anzuschauen. Aber eigentlich sind wir ja hier im Elektronenmikroskopie-Schülerlabor. Das heißt, die interessantesten Geräte sind unsere Elektronenmikroskope. Hier zum Beispiel das Rasterelektronenmikroskop. Hallo Martin, hast du schon eine Probe drunter gelegt? Eine Fliege? Ja, genau. Wir sehen hier das Haar einer Fliege auf ihrem Körper und in diesem Haar hat sich ein Pollenkorn verfangen. Und dieses Pollenkorn ist genau 20 Mikrometer im Durchmesser. 20 Mikrometer und dann so gut aufgelöst. Das schafft man im Lichtmikroskop nicht. Das Denn stimmt. In so einem Elektronenmikroskop, da werden Elektronen der Kathode beschleunigt und auf einen Punkt fokussiert. Mit ungefähr 20 Kilo Elektronenvolt. Das ist 100 Mal mehr Spannung, als aus der Steckdose kommt. Und dieser Punkt wird dann über die Probe gerastert, wodurch man diese faszinierenden Bilder bekommt. Eure Proben könnt ihr tatsächlich selber mitbringen und hier dann direkt unters Elektronenmikroskop legen und dann verschiedene Untersuchungen durchführen, zum Beispiel die Vergrößerung verändern. Wir haben hier die modernsten Geräte und modernste Technik. Die Bilder, die ihr aufnehmt, werden hier auf dem Bildschirm angezeigt und die könnt ihr natürlich dann auch mit nach Hause nehmen und euren Freunden zeigen. Damit der Elektronenstrahl auch ideal über eure Probe gerastert werden kann, muss diese leitfähig sein. Dazu haben wir hier einen Spatter. Damit könnt ihr eure Probe mit Metallatomen bedampfen. Die selbst mitgebrachten Proben werden in den Spatter gestellt und dann mit Metallatomen belegt, die sie leitfähig machen. Nach dem Spattern haben sich Metallatome auf eurer Fliege abgesetzt. Und diese glänzt dann ganz silbrig und ist leitfähig. Wir haben hier auch ein historisches Elektronenmikroskop, wie es Ernst Ruska konstruiert hat, der Erfinder der Elektronenmikroskopie. Dabei handelt es sich um ein Transmissionselektronenmikroskop. Bei diesem werden auch Elektronen von einer Kathode emittiert, dann aber bereits auf eine Probe hier in der Mitte des Mikroskops fokussiert und diese Probe wird dann durchstrahlt. Der Elektronenstrahl wird schließlich auf einen Leuchtschirm abgebildet. Damit hat es Ernst Ruska geschafft, die Auflösung der normalen Lichtmikroskope, die ja durch die Wellenlänge von Licht begrenzt ist, mit Elektronen tausendfach zu verbessern. Als dann die Quantenmechanik entdeckt hat, dass die Elektronen auch eine Wellennatur besitzen, war er zunächst verärgert, dass wieder ein Wellenphänomen seine Auflösung begrenzt. Aber wir wissen heute, die Wellenlänge von Elektronen ist tausendmal kürzer als die Wellenlänge von Licht. Und deswegen können wir auch tausendmal besser mit dem Elektronenmikroskop auflösen.